Die Zahlen veröffentlicht, dass im Jahr 2021 so viele Sportler an Herzanfällen verstorben sind wie von 1966 bis 2004 zusammen. Es gibt ja auch verschiedene Dokumentationen, wo man sowas sieht, dass das in Leuten, die verstorben sind, dass es aus denen rausgeholt wird. Ein vierfach gespritzter Bodybuilding-Star stirbt mit 30 Jahren. Übrigens muss man sehr lange danach suchen, bis man einen Artikel findet, der diesen Zusammenhang herstellt. Die großen Medien berichten alle nicht, dass er vierfach gentherapiert war. Das ist eine Seite, die untersucht, wie viele Sportler im Zeitraum von 2021 bis 2023 kollabiert bzw. gestorben sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal eine nennenswerte Übersterblichkeit bei jungen Menschen, insbesondere bei Sportlern, gab, das mit dem Klima in Zusammenhang gebracht wurde. Ich denke, diese Zusammenhänge sind durchaus konstruiert. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sven Schumann und ich interviewe heute Andreas Schlecht. Wir sprechen über das plötzliche sowie unerwartete Sterben von Sportlern, was ja seit einiger Zeit gehäuft auftritt. Offiziell ist die Ursache unbekannt, beziehungsweise laut unserer Einschätzung, das, was als Ursache genannt wird, scheint nicht unbedingt der Wahrheit zu entsprechen. Und ja, heute wollen wir dem Ganzen mal etwas auf den Grund gehen. Das sind nur Ideen, Gedanken, Interpretationen. Und ja, da habe ich mir den Andreas mit an Bord geholt. Andreas ist Heilpraktiker, Apotheker, hat früher viel als Referent gearbeitet, ist noch vieles weitere, hat noch viele weitere Qualifikationen, kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Herzgesundheit, kennt sich sehr gut aus mit dem Thema Sport, betreut viele Athleten. Und daher ist es, denke ich, ist eher für dieses Thema prädestiniert. Und ich bin gespannt, was du so zu berichten hast. Andreas, vielleicht sagst du noch kurz, wann hat dich das Thema das erste Mal berührt? Wann bist du darauf aufmerksam geworden? Und was waren so spontan deine ersten Gedanken dazu? Also prinzipiell ist es so, wenn man sich mit der Kardiologie beschäftigt, bei mir, wer mich kennt aus eigener Betroffenheit, ich habe mich sehr intensiv mit der Thematik beschäftigen müssen, habe in eigener Regie Ultraschall gelernt, habe in eigener Regie, also fernab vom Medizinstudium, wo man das im Grundstudium jedenfalls nicht lernt, EKG interpretieren gelernt. Und da sind mir einige Dinge natürlich aufgefallen. Zum Beispiel, dass der klassische Kardiologe vollkommen ungeeignet ist, wenn es darum geht, einen Sportler, insbesondere einen Bodybuilder zu schallen, also sprich zu untersuchen, weil die hier gar nicht die Referenzen kennen. Die haben hier gar nicht die Vergleichswerte. Ein Sportlerherz ist immer in seiner Konfiguration, sprich in seiner Funktion etwas anders wie das eines älteren Patienten oder eines Hochdruckpatienten oder auch eines, was wir ja sagen, gesunden Patienten. Insofern musste ich mich schon damals sehr stark ein bisschen in die alternative Richtung bewegen, weil die klassische Kardiologenliteratur gibt da nicht viel her. Und es ist klar, dass heute, was wir jetzt erleben, ist nicht überraschend für mich, aber es ist doch schon in seinen Auswirkungen pervers. Ja, ich finde, das ist ein gut gewähltes Wort. Ich habe da mal, um die Leute ein bisschen abzuholen, will ich mal ein paar Dinge teilen, die ich so gefunden habe. Du siehst es, oder? Ja. Zum Beispiel hier hat ein Kardiologe an einer Universität in Texas hat die Vermutung, oder hat nicht nur die Vermutung, hat aufgestellt, die Zahlen veröffentlicht, dass im Jahr 2021 so viele Sportler an Herzanfällen verstorben sind wie von 1966 bis 2004 zusammen, was ja schon meine Ansage ist. Disclaimer, wenn man danach sucht im Internet, findet man nur Berichte von sämtlichen Faktcheckern, dass das nicht stimmt. Aber ich denke, er wird sich jetzt nicht komplett aus dem Hut gezaubert haben. Was auch spannend ist, es gibt ja auch verschiedene Dokumentationen, wo man sowas hier sieht, dass das in Leuten, die verstorben sind, dass es aus denen rausgeholt wird. Das ist jetzt zum Beispiel aus dem Film Plötzlich und Unerwartet, kann ich auch mal in der Videobeschreibung verlinken. Andreas, wenn du das siehst, was könnte das sein?
Also diese Koagelbildung, die ist gut beschrieben, die kennen wir. Die hat einmal mit der Entzündung zu tun und zum anderen hat sie damit zu tun, dass wir eine Auswirkung haben aufgrund der Substanzen auf die Thrombozyten, also auf die Blutplättchen, die für die Blutgerinnung verantwortlich sind. Wir haben mehrere Auswirkungen von diesen Maßnahmen. Einmal die hohe Affinität von den S-Proteinen an das Endothel. Dann haben wir Auswirkungen am ACE2-Rezeptor. Und der ACE2-Rezeptor ist wie der ACE1-Rezeptor für die Kontrolle der Vasokonstriktion, die Vasodilatation, die Gefäßweit- und Engstellung verantwortlich. Also hier haben wir schon drei Faktoren. Und als Sportler kommt dann noch ein Punkt mit hinzu, dass die Herzen der Sportler meines Erachtens alle in gewisser Weise schon pathologisch verdickt sind, vor allem bei denjenigen, die mit anabolen androgenen Steroiden arbeiten. Das kompliziert oder verkompliziert die Problematik noch zusätzlich. Es gab sehr viel Diskussion um den Tod von Joe Lindner. Da gehen wir aber später noch drauf ein. Können wir auch jetzt Aber gleich, jetzt. also hier steht, vierfach gespritzter Bodybuilding-Star stirbt mit 30 Jahren. Übrigens muss man sehr lange danach suchen, bis man einen Artikel findet, der diesen Zusammenhang herstellt. Die großen Medien berichten alle nicht, dass er vierfach therapiert war. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Kennst ihn ja auch quasi, also dir ist er bekannt sozusagen. Du hast dich auch mit der Ich Thematik kenne befasst. ihn nicht persönlich, Ja. nur der beste Freund von Joe Lindner. Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil ich habe es nicht mit ihm abgesprochen. Das ist ein ebenfalls Bodybuilder, Profi-Bodybuilder, also er lebt jedenfalls da davon. Und er hat mich damals angerufen und hat gesagt, der Joe hat sich entschieden, diese Therapie über sich ergehen zu lassen. Soll ich das auch machen? Ich kann mich doch erinnern, wie ich ihn eben damals abgeraten habe. Das war bis zum heutigen Zeitpunkt richtig. Noch ein kleiner Einwurf. Ich habe kurz nachdem wir unser Interview aufgenommen haben, habe ich noch diese Statistik gefunden, beziehungsweise diese Seite. Das ist eine Seite, die untersucht, ja, wie viele Sportler im Zeitraum von 2021 bis 2023 kollabiert, beziehungsweise gestorben sind. Und die haben auch hier alle, also aufgelistet, alle Fälle. Sehr spannend, kann man sich durchlesen, wenn man möchte. Und die haben insgesamt 1400 Todesfälle ungefähr festgestellt. Und hier unten auf dieser Zeitachse, auf der X-Achse, sieht man von Januar 21 bis August 23. Das ist der Zeitraum. Und ja, da sieht man jeweils die Fälle. Also die blauen sind quasi diese Zusammenbrüche und die roten sind die. Ja, die plötzlichen und unerwarteten Tode. Und Andreas, wie schätzt du diese, wenn du jetzt diese Grafik hier siehst, wie schätzt du das ein? Womit könnte das zusammenhängen? Was könntest du da raus interpretieren? Also, dass sich durch die geistesverlorene, primär naive, nennen wir es mal, Bratwurstfixerei hier eine gewisse Progredienz nicht wegdiskutieren lässt. Ich denke, das sollte jedem Zuschauer klar sein. Was ist Progredienz? Steig, anstiegen, Anstieg, okay. angestiegen. Und nochmal in Bezug auf den Zeitraum, quasi es geht ja hier so richtig los im, sag ich mal, im Sommer 21. Man könnte jetzt natürlich auch überlegen, ob es daran liegt, dass das vielleicht der heißeste Sommer aller Zeiten war und der Klimawandel an diesen Zahlen schuld ist. Aber ich glaube, das Argument hinkt etwas, oder? Also es war wahrscheinlich auch die Zeit, wo es dann richtig losging mit Gentherapeutika. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann mal eine nennenswerte Übersterblichkeit bei jungen Menschen, bei Sportlern, insbesondere bei Sportlern gab, das mit dem Klima in Zusammenhang gebracht wurde. Ich denke, diese Zusammenhänge sind durchaus fantastisch und konstruiert. Okay. Und was ja Hoffnung macht, sozusagen, dass das dann zumindest hier abgeflacht ist. Das heißt, hier sind dann deutlich weniger Fälle aufgetreten, weil vielleicht auch nicht mehr so viel reingespritzt wurde. Was ja prinzipiell nicht. Eine Sache, die mich durchaus positiv stimmt, ja, Ja. tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es sich so deutlich zeigt, ja. Aber es ist tatsächlich scheinbar so, dass sich diese Anzahl der Fälle doch stark reduziert. Okay.
Gut, dann das noch als kleiner Nachtrag. Den Link packe ich unten mit rein. Könnt ihr auch selber mal noch ein bisschen durchscrollen. Vielleicht findet ihr auch den einen oder anderen prominenten Fall noch dabei. Und ja, dann haben wir das noch mit nachgereicht. Vielen Dank, Andreas. Vielleicht noch ganz kurz zu diesen Faktencheckern, ja, von denen war ich ja auch in gewisser Weise betroffen. Also ganz klare biochemische Tatsachen, wie zum Beispiel, dass die mRNA in DNA umgewandelt werden kann, was heute eine biochemische Tatsache ist, was schon damals eine biochemische Tatsache war, wird von den Faktencheckern ignoriert. Erster Punkt. Zweiter Punkt, für die WHO gilt nicht die Anzahl der Antikörper. Für die WHO gilt für die Wirkung, das muss ich vorstellen, das ist eine Tatsache, die von der WHO selbst so publiziert wurde. Auf ihrer Homepage habe ich damals auch in einem Video veröffentlicht. Ich habe es rauskopiert, habe es eingesetzt. Für die WHO gilt lege artis nicht die Anzahl der Antikörper, die Konzentration der Antikörper im Blut, sondern allein der Stempel im Impfausweis. Das heißt, und das sind Dinge, die als Faktenchecker, von den Faktencheckern werden diese Tatsachen ignoriert. Und es wird ja dann auch unter den Videos ein Banner, das kennst du, angebracht, dass die Aussagen in dem Video mit Vorsicht zu genießen sind oder gar grob fahrlässig und falsch sind und von Faktenchecker bereits widerlegt. Der uninformiert denkt, naja, Faktenchecker widerlegt, okay, dann stimmt es nicht. Erstmal, wer ist der Faktenchecker? Und B, was heißt überlebt, also widerlegt? Und auf welcher Grundlage bitte? Ja, ich möchte mal die Grundlage, die wissenschaftliche Grundlage für die Widerlegung von diesen Dingen, die möchte ich gerne haben. Und dann können wir weiter darüber diskutieren. Aber nicht einfach nur, Faktenchecker haben irgendwas widerlegt. Ja? Auf welcher Grundlage bitte und wo kann ich das nachlesen? Ja, ich denke, da geht es nicht um Gesundheit oder auch nicht um Wahrheit, sondern eher darum, das aktuelle Narrativ zu verteidigen mit allen Mitteln. Hat man ja auch schon mehrfach gesehen, wie da verschiedene Zusammenhänge sind. Du hast gerade gesagt, dass gerade wenn anabole Steroide genutzt werden, dass das dann nochmal riskanter ist. Ich bin jetzt im Bodybuilding-Bereich nicht so, bin ich nicht so drin. Aber was ich verfolge Fußball relativ intensiv und im Fußball sind ja so viele Leute, also entweder sind sie zusammengebrochen auf dem Feld und dann gestorben oder sind sofort gestorben oder haben die Krebsraten sind drastisch nach oben gegangen. Und zumindest in der offiziellen Berichterstattung ist es ja so, dass jetzt im Fußball nicht so stark gedopt wird oder solche Substanzen genommen werden. Wie kannst du dir das erklären? Einmal muss ich dem widersprechen, dass im Fußball keine Substanzen genommen werden. Einen Leistungssport, wo körperliche Leistung in Form von Schnellkraft oder von Maximalkraft oder von großen Muskeln gefordert wird, wird ohne PEDs, also Pharmaceutical Enhancement Drugs, nicht funktionieren. Punkt. Dass es nicht so offensichtlich ist, das ist logisch, das liegt auch auf der Hand, aber auch im Fußball werden anabole Steroide verwendet. Okay, also und das heißt aber, sie werden so verwendet, dass es bei den Kontrollen nicht auffliegt oder es wird nicht aufgedeckt absichtlich. Wie kannst du es erklären? Weil es werden ja relativ wenige positiv getestet. So, also wenn mal irgendjemand, dann ist es eher sehr neben, also sehr, kommt sehr selten vor. Ja, also wie man darauf reagiert, das weiß ich nicht, aber Tatsache ist eben, dass in allen Sportarten wird gedopt, was man dann auch immer unter Doping versteht. Also es geht einfach um den Einsatz von Pharmaka, die die Vigilanz steigern, die die Konzentration steigern, die die Aggressivität steigern, mehrmals MMA, ja. Martial Arts, Fighting, ja, da wird gekämpft im Käfig. Natürlich werden da Steroide verwendet, wie Halotestin, wo die Aggressivität steigert. Natürlich wird da mit Testosteron gearbeitet, das ist ja ganz klar. Mit Psychopharmaka wird teilweise auch gearbeitet. Also wenn man sich auch mal den Radsport in früheren Zeiten anschaut, das weiß ich deswegen, weil derjenige, der die Radsportler jahrelang, man kann schon sagen jahrzehntelang betreut hat, der Gerald Kuber, Schorsch, war ein guter Freund von mir. Also da gab es Dutzende, Dutzende von Wirkstoffen. Da war Testosteron,
nur eine ganz, ganz kleine, das war nur eine Kleinigkeit von Substanzen, die verwendet worden sind. Aber worauf ich hinaus möchte, ist so, dass durch Laienprediger werden heute bei jungen Menschen einmal vollkommen falsche Erwartungshaltung geschürt, was nun der Bereich anabole Steroide betrifft. Sie fördern den Muskelaufbau, die Stärke der Muskulatur und die Effekte beruhen auf der Bindung an membranständigen intrazellulären Androgenrezeptoren. Die beeinflussen die Genexpression. Und deswegen entsteht natürlich auch beim jungen Mann, der auch vom Training vielleicht nicht viel Erfahrung hat, nicht viel Ahnung hat, das geht ja bis zum Bereich von professionellen Bodybuildern, die von dieser biochemischen, anatomischen Begebenheit überhaupt nichts verstehen, das muss man sagen. Nur, wenn falsche Erwartungen geschürt werden, ist es ein Thema. Wenn die Substanzen genommen werden, führt es zu einer linksventrikulären Hypertrophie. Und dieser linksventrikulär hypertrophierte Muskel, den sehe ich seit vielen Jahren, den sehe ich in jedem Ultraschall. Nur dieser linksventrikulär hypertrophierte Muskel, der reagiert natürlich, wenn wir das mal als Kardiomyopathie bezeichnen. Es gibt ja verschiedene Formen der Kardiomyopathie. Wir haben eine apikale hypertrophische Kardiomyopathie an der Herzspitze. Wir haben eine mitventrikuläre hypertrophe Kardiomyopathie und wir haben die Septumvergrößerung. Die Septumvergrößerung sehe ich bei jedem Bodybuilder. Nur die war bisher nicht bedeutsam. Das hat also zu keiner Progredienz der Sterblichkeit geführt. Aber da wir heute durch diese Spike-Proteine, durch die nanopartikularisierten Lipidstoffe, die in der Therapie drin waren, eine Endothelschädigung, nennen wir es mal einfach Endothelschädigung, ja? Oder auch Veränderung der Vasoaktivität, der Durchblutung, durch die Bindung, durch die hohe Affinität von dem S-Protein an den AC2-Rezeptor, haben wir eine Veränderung der Mikrozirkulation. Und das ist meines Erachtens das Problem. Einerseits die vergrößerten Herzen, ja? Die konzentrische hypertrophe Kardiomyopathie beim Kraftsportler, natürlich ungünstiger wie das normal hypertrophierte Sportlerherz. Da habe ich jetzt auch eine Folie, kannst du mal zeigen, Ja, mit einen den Moment. drei verschiedenen Formen der Herzkonfiguration. Kommt sofort. Also da ist es ganz wichtig, dass wir unterscheiden einmal zwischen der konzentrischen Hypertrophie. Welches von den Bildern brauchst du Das als nächste, erstes? das hier, genau, das Das. hier, genau. Also wir sehen jetzt hier quasi in einem Querschnitt, natürlich jetzt rein schematisch, ja, den linken Ventrikel. Der linke Ventrikel ist die linke Kammer. Und ganz links sehen wir einen normal konfigurierten linken Ventrikel. Dann sehen wir die konzentrische Hypertrophie. Da ist die Muskulatur einfach durch Hypertrophie, durch Verdickung der Muskelfasern, Actin-Myosin-Filamente, wie das beim Bizeps dann auch der Fall ist, konzentrisch hypertrophiert. Das Problem ist, dass hier die Ventrikel Füllung dann nachher nicht mehr sonderlich gut funktioniert. Das heißt, das Herz muss schon allein deswegen mehr arbeiten, weil die Herzinnenvolumen sich verändert haben. Das ist das verringerte Ventrikelvolumen. Und wenn dieser Herzmuskel natürlich jetzt mit mikrozirkulatorischen Störungen durch Gentherapie, durch S-Proteine konfrontiert wird, dann kann es hier zu empfindlichen mikrozirkulatorischen Störungen führen, die zumindest mal den Sympathikus aktivieren, die zu Tachykardie führen, die zu Kaltschweißigkeit führen, die zu nächtlichen Atemaussetzern bis hin zu Dyspnoe, das ist eine Geschichte, aber die Atemapnoe-Problematik kennen wir bei vielen Sportlern seltsamerweise. Ja. Gerade viele Kraftsportler schlafen mittlerweile eben mit Sauerstoffgeräten. Und auf der anderen Seite haben wir die exzentrische Hypertrophie. Das ist eigentlich das, was der Ausdauersportler eher hat oder der kranke Patient nachher. Es kommt darauf an, solange es keine dilative Kardiomyopathie ist. Die exzentrische Hypertrophie ist weniger problematisch wie die konzentrische Hypertrophie. Und gerade bei konzentrisch hypertrophierten linken Ventrikeln,
Die reagieren nicht gut auf mikrozirkulatorische Störungen. Kein Herz reagiert gut auf mikrozirkulatorische Störungen. Aber stellen wir uns mal vor, die S-Proteine, die hier in den Muskel gespritzt werden, und da kommt es eben ganz stark darauf an, wenn jetzt jemand das in ein Gefäß gespritzt bekommen hat, und wir haben ja nicht aspiriert, weil man ja gesagt hat, das braucht man nicht. Ja? Diese grünlichen Substanzen, die da gespritzt wurden, die sind ja vollkommen unschädlich. Ja? Also genau das Gegenteil von der Realität. Aber man hat nicht aspiriert. Und wenn man jetzt einem jungen Sportler Was heißt, diese man hat nicht Substanz, aspiriert? also man hat den Spritzenkolben nicht zurückgezogen. Wenn man normalerweise aspiriert bei der Neuraltherapie, ist es ganz entscheidend. Ich kann das vielleicht gerade an der Stelle mal zeigen. Man injiziert also zum Beispiel im Kopfbereich, ja, und hier haben wir viele Blutgefäße. Und wenn ich jetzt in eine Vene injizieren würde, ein vollkommen harmloses Pharmakon, wie zum Beispiel das königliche Procain, dann könnte es zu Atemstillstand führen. Deswegen muss ich immer aspirieren. Wenn ich irgendwo tiefe Injektionen mache, wo ich ein Gefäß perforieren könnte und dann nachher intravasal sein könnte, muss ich immer aspirieren. Und wenn ich das nicht gemacht habe, den Spritzenstempel zurückgezogen habe und mich versichert habe, dass da kein Blut kommt, ich persönlich mache es so, aufgrund von dem Schliff von der Nadel, der sich ja an der Gefäßwand befinden könnte, drehe ich sogar die Spritze nochmal, bevor ich irgendetwas initiiere. Das heißt, wenn ich eine Stellatum oder Ganglion-Thyreo-Palatinum-Infiltration mache, dann aspiriere ich immer einmal, drehe die Kanüle um 90 Grad, aspiriere wieder, gebe eine Probeinjektion von wenigen Millilitern, wenigen Teilstrichen, aspiriere wieder. Also ich brauche für eine Injektion im Kopfbereich circa 1 bis 2 Minuten. Es wird nicht einfach da reingeknallt. Ja? Und das hat man ja nicht gemacht. Das muss man bei der intramuskulären Injektion ja normalerweise auch nicht machen. Aber man sollte zumindest mal eindimensional aspirieren. Denke da nicht, wenigstens mal auf einer Ebene aspiriert, ist ein Idiot. Nochmal kurz, wie ist denn deine Wahrnehmung, so einfach deine Wald- und Wiesenstatistik die letzten 3, 4 Jahre, wie sehr das zugenommen hat, auch seit der Gentherapie, dass die Profisportler, Leistungssportler ja da entweder sehr große Probleme haben oder plötzlich und unerwartet versterben. Also die Prodromie, diese Vorzeichen, die wir sehen, also man kann ja sagen, der Penis ist die Antenne des Herzens. Wir sehen an der ganz starken Zunahme von erektiler Dysfunktion die Auswirkungen, meines Erachtens ist jetzt nur meine Beobachtung und meine Wahrnehmung, aber ich glaube, da liege ich gar nicht so schlecht. Diese steigende Anzahl von gerade insbesondere jungen Männern, wo man das ja nicht erwarten würde und auch in der Literatur so nicht beschrieben ist, dafür gibt es ja keine andere logische Erklärung. Wenn man die normative Kraft des Faktischen nehmen, gibt es keine andere Erklärung für diese Vorkommnisse. Wir sehen gerade bei jungen Männern eine extrem starke Progredienz von erektiler Dysfunktion. Teilweise nicht mal behandelbar mit Viagra. Ich hatte vor kurzem, um das Ganze vielleicht mal zu bildhaft darzustellen, einen jungen Mann, der hat prima noctis mit seiner neuen Freundin in einer Nacht 15 Viagra eingenommen. Was heißt prima noctis? 15, Was heißt das? erste Nacht, die erste Okay. Nacht, prima noctis, ja. Prima noctis ist ja immer eine Situation, wo man auch nervös ist, ja, weil der Mann muss ja Leistung bringen und muss seine Partnerin ja befriedigen und so weiter und so fort, was man so im Fernsehen sieht und auf Instagram. Ja. Also hat der junge Mann sich genötigt gesehen, in einer Nacht 15 Viagra einzunehmen und nicht die 25er oder gar die 50er, sondern die 100 Milligramm. Jetzt könnte man durch salopp sagen, wie doof ist das denn? Ja? Aber mir als Therapeut zeigt es, wie groß die Verzweiflung war. Wie groß die Verzweiflung war und wie stark geschädigt die Endothelien bei jungen Männern mit 30 Jahren. Der Mann war noch keine 30 Jahre, war Sportler, hat sich gut ernährt. Ja, also für diejenigen, die jetzt sagen, ja, wie hat er sich denn ernährt? War ein Sportler, hat sich gut ernährt, aber eben genetisch
therapiert. Ob das jetzt der Grund war, kann ich nicht sagen. Ich will nur Ja. sagen, der Penis des Mannes ist die Antenne des Herzens. Und wenn wir so viele Erektil Dysfunktion sehen, dann möchte ich da gar nicht wissen, wie sich das in 10 Jahren, in 5 Jahren bereits auf das Herz auswirkt. Okay. Du hast noch ein paar andere Bilder. Wollen wir noch, willst du noch dazu was Ja, sagen? genau. Das hier? Vielleicht die erste Folie, genau, das ist eine Histologie. Und hier sehen wir die Histologie von Herzmuskelbiopsien. Also die Herzmuskelbiopsie für diejenigen, die sich das nicht so richtig vorstellen können, wie läuft sowas eigentlich ab? Also man geht mit dem normalen Herzkatheter in das Herz über die Aorta und nimmt sich dann Gewebsproben aus dem Herzmuskel mit so einer ganz kleinen Zange, die am Katheter vorne festgemacht ist. Und so gewinnt man diese Proben und Sie sehen bei A eben nach der Therapie, ja, also im Akutstadium, Also man sieht nach die der Bratwursttherapie sozusagen. nach der Bratwursttherapie, genau, die dementsprechend auch beworben wurde, 8 Tage nach der Bratwursttherapie, wir sehen hier Lymphozyten, die blauen Zellen hier sind die Lymphozyten und Entzündungszellen zwischen den Herzmuskelzellen. Die blauen runden Stellen sind die Kerne. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob ihr meinen Mauszeiger seht. Das sind die Nee, Kerne. nee, du meinst quasi hier. Mein Mauszeiger siehst du, oder? Das sind die Lymphozyten, was du Ja. hier gerade zeigst. Und das hier sind die Kerne, die Herzmuskelzellkerne. Man sieht deinen Pfeil nicht. Du müsstest mir, ich kann ein bisschen Ah, ranzoomen. hier rund, hier diese runde, genau, das hier sind die Das. Kerne. Ja. Und die roten Strukturen sind die Herzmuskelzellen, die Myozyten, die Also Kardiomyozyten. dieses Und man sieht, rotflächige Rot-Pink hier sozusagen. richtig, das sind die Herzmuskelzellen. Und zwischen den Herzmuskelzellen sieht man entzündliche Infiltrate und das sind Lymphozyten und andere Entzündungszellen. Was sind die weißen Und Strukturen? die Zwischenzellräume. Und wir Zwischenzellräume. sehen halt durch auch das Aufquellen, ja, sieht man eine Veränderung der Architektur. Und das ist natürlich auch schon bedenklich, wenn man weiß, dass die Herzmuskelzellen elektrisch erregt werden. Der Herzmuskel ist ein elektrisches Syncytium, das heißt, eine Zelle erregt die andere. Das heißt, wir haben eine fortlaufende, kontinuierliche Ausbreitung von elektrischem Strom. Also elektrisch, was bedeutet elektrisch? Physik ganz einfach, Strom fließt von Plus nach Minus oder fließt in eine Richtung sozusagen. Und beim Herz ist es so, da fließt der Strom eben von der Herzbasis bis zur Herzspitze. Und wenn eben zum Beispiel Vernarbungen entstehen am Reizleitungssystem, dann kommt es da unter Umständen zu Herzrhythmusstörungen, weil Ströme teilweise retrograd zurückfließen und da gibt es einfach gesagt, einen Kurzschluss und das führt zu Herzrhythmusstörungen. Das sind die Herzrhythmusstörungen, die dann nicht selten auch tödlich enden. Ja, noch ganz kurz, ist das vom Kollegen Bhakti oder Burkhardt? Du hast ja gesagt. Das ist die Histologie ist von Professor Arne Burkhardt aus Tübingen, der viel zu der Thematik geforscht hat und der eben auch nachgewiesen hat, dass einige von diesen Aneurysmen, was wir eben besprochen haben, von der Fall Joe Lindner, da hat man den schwarzen Peter ja unisono den anabolen Steroiden zugeschoben, wofür es aus pathophysiologischer, aber auch biochemischer Sicht, aber auch histopathologischer Sicht gar keine Hinweise gibt, weil anabole androgene Steroide oder was wir halt jetzt wissen, was Joe Lindner eingenommen hat, führt zu einer Verbesserung der Kollagenbiosynthese, nicht zu einer Verschlechterung der Kollagenbiosynthese. Und ein Aneurysma passiert immer in erstmal einer Schädigung des Endothels, hervorgerufen durch die S-Proteine, einer Schädigung des Kollagens, hervorgerufen durch die S-Proteine und entsteht nicht durch Schädigung von anabolen androgenen Steroiden. Wobei man natürlich nicht ganz abstreiten kann, dass anabole androgene Steroide zu einer Blutdrucksteigerung führen und eventuell zu einer forcierten Atheromatose, aber nicht zu einem Aneurysma. Ist so meines Erachtens nie beschrieben worden, dass man durch den erhöhten Androgenspiegel Aneurysmen feststellt. Was man feststellt, das können wir es aber auch nur übertragen, wenn Männer hohe Östrogenwerte aufweisen, also stark aromatisieren,
ihr Testosteron stark aromatisieren, dann bekommen die Erkrankungen der Gingiva, das heißt also Zahnfleisch. Aromatisieren heißt, dass das Testosteron runter geht sozusagen oder Das verpufft? Testosteron, nein, das Testosteron hatte prinzipiell als potenziell aromatisierbarer Steroid zwei Wege, wie es reagieren kann. Es kann entweder zu Dehydrotestosteron werden, das ist dann eigentlich für die meisten Männer gut, oder es aromatisiert zu Östrogen. Ah, Und das okay. ist dann natürlich nicht gut. Ja. Und noch kurz, der Kollege Burkhardt hat das ja schon relativ zeitnah, als diese Gentherapie losging, hatte er schon seine Untersuchungen publik gemacht, ne? Also der hat schon relativ früh gewarnt, aber es wurde ihm, sage ich mal, aus Mainstream-Kreisen relativ wenig Gehör geschenkt. Ich weiß nicht, ob man so sagen kann, weil Arne Burkhardt war ja, wo ich in Tübingen studiert habe, noch an der Uni. Und vielleicht an der Stelle auch, ich muss sagen, das war absolut integrer Mann, also Verschwörungstheoretiker oder Aluhutträger, ist natürlich völliger Unsinn. Muss man in dem Alter, der war ja knapp 80 Jahre, ich weiß nicht mehr, wie alt er war, nicht mehr postulieren. Das macht keinen Sinn, da wird man dann nicht mehr ernst genommen, wenn man so einen Unsinn von sich gibt. Aber es ist eine Tatsache, dass er relativ spät angefangen hat. Also es gab viele Tote. Und er ist dann von Betroffenen darauf hingewiesen worden, bitte eine pathologische Zweitmeinung zu erstellen, weil er die Todesursache immer nicht dem eigentlichen Verdachtsmoment, den wir ja jetzt gerade besprechen, zugeordnet wurde. Und da ist Professor Burkhardt erstmal eingestiegen. Das heißt also, er hat nicht im Vorfeld gewarnt, sondern er hat die Toten, die dann eben Ja. entstanden sind durch die Bratwurstaktion, Ja, das eben meinte ich. nachkontrolliert und kam dann eben zu anderen Ergebnissen. Das hat ja auch dann etwas vielleicht mit seinem plötzlichen Ableben zu tun. Das weiß ich aber. Ja. Okay. Und vielleicht, es wäre noch spannend, wir haben jetzt hier quasi einmal 8 Tage nach der Gentherapie und 58 Tage nach der Gentherapie hieß es so, meine Interpretation ist jetzt beim Bild B, also rechts, hat sich die Lage schon minimal entspannt, aber es ist trotzdem weit von optimal entfernt, oder? Weil diese Strukturen immer noch leicht zu sehen sind. Ist es so richtig, oder? Nein, wir sehen Kerne und wir sehen natürlich auch, dass wir Lymphozyten haben. Also das ist jetzt ein Bild, wo wir nicht unbedingt auffallen würde. Nur wir sehen natürlich in der Histologie nicht, wie ist die Funktion. Es ist genau das Gleiche wie beim Ultraschall zum Beispiel. Bei manchen Patienten nach einer Myokarditis oder nach Herzinfarkt sehen wir nicht unbedingt das gesamte Ausmaß der Schädigung. Und wie würde das in gesund aussehen, das Bild? Jemand, der richtig fit ist? Wie würde. Das ist zum Beispiel ein gesund, also das könnte man jetzt nicht groß unterscheiden. Ach, das Wir B sehen ist schon gesund ja, sozusagen. Okay, das ist verstehe. schon ein relativ guter Befund, wo ich jetzt nicht irgendwelche Verdachtsmomente äußern würde, aber A natürlich nicht. Das heißt, bei B könntest du jetzt nicht sagen, dass da eine Gentherapie stattgefunden hat, auf den ersten Blick. Naja, am Endeffekt sieht man ja auch nicht am Bild A, dass eine Gentherapie stattgefunden hat, man sieht nur eine Myokarditis. Wo die Myokarditis herkommt, das kann man natürlich nicht sagen. Ja, verstehe. Das ist ja genau das Problem. Das ist ja eigentlich das Gleiche, was wir bei den Amalgamfüllungen haben. Ja? Wir haben den Menschen Amalgamfüllungen in die Münder, in die Zähne installiert und haben uns dann gewundert, dass die Leute Parkinson, dass die Herzerkrankungen kriegen, dass die schwachsinnig werden. Und da hat jeder gesagt, ach, das hat mit der Amalgamfüllung nichts zu tun. Ja? Und jetzt kann man durch für sich betrachtet sagen, ja, Quecksilber macht diese Erkrankungen. Genauso wie die Bratwurstfixerei diese Erkrankungen theoretisch macht und dafür ja auch schon seit vielen Jahren bekannt war. Ja, das war ja bekannt, dass diese S-Proteine diese Reaktion hervorrufen. Und es entspricht ja eigentlich einer gewissen Wahnsinnigkeit, da muss man wirklich schon sagen, wahnsinnig, dass man die mRNA von einem Toxin in den Körper spritzt, vor dem er sich versucht hat, 2 Jahre mit Masken zu schützen, um damit der Körper in seinem eigenen Proteinsyntheseapparat, ja, in seinen eigenen Ribosomen, ja, dieses Toxin herstellt, nur damit er einen Antikörper bilden kann. Weil die eigentliche Idee war der Antikörper. Also naiv betrachtet könnte man sagen, nicht wirklich durchdacht das Ganze. Man könnte natürlich auch sagen, sehr durchdacht das Ganze, wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht manche Interessengruppen gibt, die Vorteile haben, wenn viele Menschen krank sind.
und chronisch medikamentös behandelt werden. Also die Vorteile, die die pharmazeutische Industrie hat, die sind ja nicht von der Hand zu weisen, ganz egal, wie wir das nun interpretieren, ja. Ob wir sagen können, da besteht ein Dolus directus, also mit einem ganz direkten Gedanken der Schädigung des Patienten, um dann nachher Profit zu machen, oder ob man das billige den Kauf genommen hat, strafrechtlich relevant ist es ja in jedem Fall. Und natürlich auch von medizinischen Aspekten gesehen eine Straftat von jedem Arzt. Ja? Weil es kann ja gar keine aufgeklärte Einwilligung gegeben haben, denn es gab ja gar keine Daten zu der Aufklärung. Und soweit ich mich entsinne, muss eine Aufklärung mindestens eine halbe Stunde dauern und alle Fakten, die vorhanden sind, müssen auf den Tisch gelegt werden. Aber es gab ja zum damaligen Zeitpunkt gar keine Fakten, die man hätte dem Patienten, dem Delinquenten, der dann die Spritze nehmen soll oder nicht, ja, dann auch klar gemacht werden können. Das könnte man ja gar nicht sagen. Insofern gehe ich schon davon aus, dass man Ladenhüter gehabt hat, der eben einfach nun mal angewandt werden muss. Und daraufhin hat man dann eben Angst gemacht. Und es ist ja immer so, der beste Verkäufer verkauft ja dem Käufer etwas, was er weder braucht noch was er will. Und die Menschen wollten ja weder die Spritze noch wollten sie die Angst haben. Die Angst ist ihnen ja aufoktroyiert worden. Und die Spritze ist ihnen als Lösung angeboten worden. Für einen Zustand, den es ja in dem Maße nie gegeben hat. Okay, lass uns noch weiter in diese Grafik reinschauen. Was sieht man dort? Ich sehe da jetzt relativ wenig. Sieht fast aus wie Also, ein wir sehen Kunstwerk. hier einen Querschnitt, ja, wir sehen einen Querschnitt durch Ja. ein Herzkranzgefäß, Ja. ein Koronargefäß, wie der Fachmann sagt. Und jedes Koronargefäß, wie auch alle anderen Arterien, haben auch selbst Blutgefäße. Das nennt sich Vasa vasorum. Also eine Arterie hat selbst kleine Gefäße. Und diese kleinen Gefäße, die sind natürlich prädestinierend, wenn es darum geht, eine Endothelitis, also eine Gefäßentzündung, eine Vaskulitis hervorzurufen. Und diese lipidbasierten Nanopartikel und auch die S-Proteine, die lösen durch ihre hohe Affinität zum Endothel, das Endothel ist die spiegelglatte Auskleidung, die Gefäßinnenschicht, kann man so sagen. Wenn wir ein Rohr nehmen, ja, dann wäre das die innere Auskleidung, die ist normalerweise spiegelglatt durch Endothelzellen. Und diese S-Proteine haben eine sehr hohe Affinität, ganz seltsam, ne, zu Das ist diesen ja schon Endothelzellen. unerwartet, zufällig. Und die führen, als könnte man das nicht vorher abschätzen, ja, also dass Proteine, S-Proteine hochgradig toxisch sind und alle Gefäße und alle Organe potenziell mehr oder weniger stark, je nach Konzentration, schädigen können. Das weiß man seit fast, ich würde sagen, 15 bis 20 Jahren. Also was man jetzt hier sieht, ist ein Gefäß, ein Querschnitt durch ein Gefäß, ein Herzkranzgefäß. Und hier sehen wir diese Vasa vasorum, also ein Gefäß in einem Gefäß. Und normalerweise, hier sieht man auch entzündliche Infiltrate wieder. Und normalerweise ist es so, dass wir natürlich davon ausgehen können, dass wenn wir, die Diskussion wird ja immer noch geführt, ja, ist es nun Ursache, ist dann die Krankheit die Ursache, also ist das der Problemfall, oder ist es die Bratwurstaktion gewesen? Und wenn wir ein Virus haben, dann haben wir ein Nukleokapsid, also eine Hülle. Das haben wir aber in dem Fall nicht. Und wenn wir keine Hülle haben, dann müssen wir davon ausgehen, dass dieses S-Protein auf anderen Wegen in den Körper kommt. Also die Diskussion, die hier immer angestrebt wird, ja, ist es nun die Bratwurstfixerei gewesen oder war es die Folge der Pandemie? Das ist wissenschaftlich nicht zu begründen, weil wissenschaftlich könnte man, wenn es die Folge der Pandemie mit dem fantastischen Erreger gewesen sein sollte, könnte man ein Nukleokapsid in der Histologie nachweisen, also die Hülle des sogenannten Virus. Das kann man aber nicht, in dem Fall. Und wenn man es nicht kann,
Dann war das Einbringen dieser S-Proteine durch die Injektion. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, also bei A sieht man mehr oder weniger den Schaden, der dadurch erzeugt wurde, und was, und bei B sieht man dann, wie es sich wieder, wie es dann zugeht, oder was sehe ich bei B? Na, das Nukleokapsid. Man sieht bei B das Nukleokapsid nicht. Okay. Das ist die Hülle. Diese Hülle hier. Ja, das ist nicht die Hülle, sondern man sieht eben in den befallenen Endothelzellen, sieht man eine Anreicherung mit dem Nukleokapsid, den anderen siehst du nicht. Also das hier ist die Anreicherung? Das Oder was? Braune. Das Braune, okay. Und hier sehe ich sie nicht mehr. Das heißt, hier ist es Genau. dann schon Man fortgeschritten kann gut sozusagen. unterscheiden. Nee, Ja. nicht fortgeschritten, sondern es ist das Nukleokapsid, ist die Hülle des Virus. Ah, okay. Verstehe. Und wenn ich die Hülle des Virus nicht in der Histologie sehe, dann war es eben keine Infektion. Das ist der Verstehe. Punkt. Sondern Die Bratwurst. das S-Protein wurde anderweitig Vom eingebracht. Körper selbst produziert. Genau, vom Körper selbst produziert. Verstehe. Durch die mRNA, die Verstehe. durch die Bratwurstaktion in den Körper kam. Verstehe. Okay, hätte man das auch geklärt. Ich muss mal kurz auf meinen Spickzettel schauen, dass ich nicht den Faden verliere. Genau. Wie schätzt du dann die Zukunft ein? Also du hast gesagt, auch mit dir, sag ich mal, der Penis ist die Antenne des Herzens, glaube ich, so hast du es formuliert. Und dass du an der Antenne da ja schon große Funktionen einbußen siehst. Wie schätzt du denn so die nächsten 5 bis 10 Jahre ein? Also wird es dann noch richtig explodieren? Es gab eine Studie, die jetzt behandelt worden sind, eine durchschnittliche Lebenserwartungsreduktion haben, dass die Alter nur noch 50 oder 60 Jahre werden. Zunächst mal muss man davon ausgehen, ist eine Bratwurst-induzierte Inflammation. Es geht um Lipid-Nanopartikel, die sich im gesamten Körper ausbreiten können. Die Das anscheinend heißt, auch nicht diese. zugelassen waren. Da habe ich von einem Umweltmediziner gehört, das gab keine Zulassung dafür, aber die wurden dann einfach mit dieser Bratwursttherapie im Zuge dessen einfach zugelassen. Es geht ja nicht um Patientenwohl. Das ist ja bei all den Dingen so ein wichtiger Hinweis an unsere Zuschauer, die immer irgendwo das Gute suchen. Das ist zwar löblich, das ist auch schön, aber in dieser Welt, die wir momentan haben, ist das Gute nicht vereinbar mit Profitgier. Das ist unmöglich. Erfolge den Weg des Geldes und du kommst dann auch an die Quelle. Weißt du was, wie man diesen, dass sie sich replizieren, dass man diesen Mechanismus unterbrechen kann? Gibt es da Informationen? Da können wir nur auf Gott und auf die Epigenetik hoffen. Ich bin sehr vorsichtig mit Prophezeiungen, die die Zukunft beschreiben sollen, und ich möchte keine Hoffnungen schüren. Derjenige, der sich ge hat, sieht nicht so gut aus. Vielleicht hast du schon erahnt, es kommt jetzt, was kommen musste, plötzlich und unerwartet. Müssen wir dieses Video hier auf YouTube abbrechen. Du hast auch gemerkt, wir mussten schon einiges zensieren, weil man einige Begriffe lieber nicht hier ausspricht. Wenn du aber das komplette Video sehen möchtest, es sind noch weit über 20 Minuten Videomaterial, wo es noch viele, viele spannende Informationen, wichtige Informationen gibt, die man so nicht an jeder Straßenecke bekommt. Wenn du das noch sehen möchtest, in voller Länge, unzensiert und natürlich 100% gratis, dann klick hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann kannst du dir das in voller Länge zu Gemüte führen. Und aus meiner Sicht, also sollte das wirklich jeder sehen, der bis hierhin durchgehalten hat, gibt es noch viele spannende Informationen. Der Andreas hat da noch einiges aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.